Während in den vergangenen Tagen das Fasnachtstreiben von Veranstaltungen vornehmlich für Erwachsene geprägt war, ist es jetzt an der Zeit, dass auch die Kinder zu ihrem Recht kommen. So öffnete die Gießener Fasnachtsvereinigung für die kleinsten Närrinnen und Narren am Rosenmontag, Punkt 14.11 Uhr, die Pforten der Kongresshalle für die Kinderfasnacht. Jubel, Trubel, Heiterkeit konnten die jungen, bunt kostümierten Besucher in der Narrhalle erleben. Die GEV hatte für die Nachwuchsnarren ein buntes Unterhaltungsprogramm zusammengestellt, darunter ein Glücksrad und eine Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen gab. Als Moderatorinnen fungierten die früheren Prinzessinnen Anka Mangels und Rosa Damm, die immer den Überblick im turbulenten Treiben behielten. Auf der Bühne gab es Auftritte der Kadetten, Majoretten, der Konfettis, der Tanzmariechen Luna und Marie sowie der Breakdance-Gruppe der TSG Blau-Gold zu sehen, die allesamt von den jungen Narren stark bejubelt wurden. Selber mitmachen hieß es für die Gäste bei verschiedenen Spielen, wie hier beim Luftballontanz, bei dem es galt, die Luftballons der anderen Teilnehmer zum Platzen zu bringen. Dem Mitspieler, der als letztes mit einem halben Ballon übrig blieb, winkte ein toller Preis. In den Programmpausen wurde zu Stimmungsmusik gesungen oder getanzt und ganz klar, in diesem Jahr durfte der allgegenwärtige Gangnam-Style nicht fehlen.